Aufbaumodul Excel, jetzt für die 7. oder 8. Klasse, je nachdem, wann deine Schule das macht, im Grundlagenmodul haben wir ja schon die Basics gelernt, so ein bisschen die ersten Funktionen, ein bisschen zurechtfügen und jetzt wird es komplizierter. Wir machen jetzt die zweiseitige Auswahl, arbeiten mit der Wenn-Funktion, auch mit mehreren Wenn-Funktionen ineinander. Das hört sich viel komplizierter an. Ich zeige dir, wie du das gut machen kannst. Dann verwenden wir auch die und die Oder-Funktion, um noch mehr Bedingungen hinzuzufügen. Wir verwenden die In-Wenn-Funktionen und auch in mehreren. Auch das ist eine ganz einfache Übungssache. Dann schauen wir uns ein paar Diagramme an, arbeiten über mehrere Blätter. Dann haben wir schon super die etwas tiefgreifenderen Sachen in Excel gelernt. Wenn du zu irgendwas von den Fragen hast, schreib es mir einfach in die Kommentare rein. Ich beantworte das gern. Wenn du irgendwo Übungen brauchst oder sowas, ich habe tonnenweise Material, melde dich einfach bei mir. Ja, und wenn dir das Ganze was bringt, mach die ganzen YouTube-Sachen, damit der Algorithmus sich freut. Viel Spaß in Excel. Ciao. Servus.